willkommen beim Blog Verbietet das Bauen und heute gibt es die Bauverbot-Nachrichten. Normalerweise ist es nämlich so, wenn man die Nachrichten liest, hat man den Eindruck, hey, es muss unbedingt mehr gebaut werden. Und es wird ja auch immer mehr gebaut. Dazu eine kleine aktuelle Nachricht. Hier ein Ausdruck aus der Immobilienzeitung, 25. Oktober. Mehr Genehmigungen für Wohnungsneubau. Vor einigen Jahren wurden 150.000 Wohnungen ungefähr im Jahr neu genehmigt. Jetzt inzwischen im Jahr 2012 waren es 240.000, 2013 erwartet man 270.000 und es soll vielleicht auf 300.000 steigen. Das heißt, innerhalb weniger Jahre ist die Menge der genehmigten neu zu bauenden Wohnungen hat sich verdoppelt von 150 auf 300.000 Wohnungen wahrscheinlich. Ja? Und jetzt wird das immer begründet damit, dass man sagt, ja, wir haben ja auch so hohe Mieten, deshalb muss unbedingt neu gebaut werden, damit das Angebot steigt und dann der Preis sinkt. Das ist so die angebliche Logik dahinter. Und außerdem, wir brauchen was, weil wir keinen Platz haben. Und jetzt mal eine Auswahl von einigen aktuellen Nachrichten, die in eine ganz andere Richtung weisen. Und zwar finden wir in der Immobilienzeitung vom 17. Oktober einen Bericht, wo der Immobilienverband Deutschland, IVD, sagt, dass der Anteil des Geldes, was in den deutschen Haushalten für Miete ausgegeben wird, seit 1993 gesunken ist. Und zwar von 24% auf 15-16%. Das heißt, in den letzten 20 Jahren ist der Anteil, den unsere Haushalte für Miete und Wohnen ausgeben, von einem Viertel auf ungefähr ein Sechstel gesunken. Und eine ähnliche Aussage findet sich in Material, das ich bei einem Vortrag bei der Immobilienmesse Expo Real gehört habe. Und zwar hat Jones Lang LaSalle Immobilienberatung, haben dort also Herr Sebastian Grimm und Konstantin Kortmann einen Vortrag gehalten und zeigten unter anderem diese schöne Grafik. Und zwar sehen wir hier den Anstieg der Mietpreise im Vergleich zum Anstieg der Verbraucherpreise. Und wie man sehen kann, ist es so, dass also die Verbraucherpreise stärker gestiegen sind im letzten Dutzend Jahre als die Mietpreise. Ja, passt also zu der anderen Nachricht, dass der Anteil der Mietpreise am Haushaltseinkommen nun mal sinkt. Zugegeben, es ist natürlich, das sind jetzt Aussagen für ganz Deutschland und es gibt regionale Unterschiede, selbstverständlich. Aus dem gleichen Vortrag eine Grafik aus Frankfurt am Main. Das dunkel gefärbte ist die City von Frankfurt am Main. Da sind die Mieten auf 14 Euro den Quadratmeter Miete für Wohnungen. Und das sinkt aber dann zum Stadtrand zu 9 Euro und so weiter. Das heißt, selbst in Frankfurt am Main ist es innerhalb der Stadt noch ein großer Unterschied, wo man wohnt. Und da muss man dann doch sagen, also wenn es um Mietenanstieg geht, dann können nicht die Mietpreise von Frankfurt am Main City, die können nicht den Ausschlag dafür geben, ob wir meinen, bauen muss in Deutschland gefördert werden oder nicht. Es ist ein großer regionaler Unterschied und das ist doch das eigentliche Problem, um das wir uns kümmern müssten. Wir haben nämlich, um mal eine Bevölkerungsentwicklung der letzten 5 Jahre, 2005 bis 2010 zu zeigen, hier vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Ja, in diesem Vortrag von Jones Lang LaSalle sieht man sofort, dass also es in der Dunkel- oder Hellfärbung der Region einen großen Unterschied gibt. In den östlichen Gebieten Deutschlands sinkt die Bevölkerungszahl in den Regionen zumindest, auf dem flachen Land, in kleinen Städten und in großen Regionen im Westen und in den Großstädten, da sieht es ganz anders aus. Also diese regionalen Unterschiede, das ist doch eigentlich unser Problem. Das sollten wir ausgleichen und nicht blind Geld raushauen, um überall in Deutschland Neubau zu fördern. Die Folge dieser regionalen Ungleichgewichte ist dann Leerstand. Leerstand wird zum Massenphänomen, titelt hier das Institut der Deutschen Wirtschaft aus Köln, weil sie sagen, dass auch in westlichen Großstädten in den nächsten Jahrzehnten Leerstand zunehmen wird, selbst wenn Leute zuwandern, selbst wenn wir ein bisschen mehr, noch mehr als bisher Fläche pro Person verbrauchen,
wird aber wegen der demografischen Entwicklung, sagt das Institut für Deutsche Wirtschaft, der Leerstand zunehmen. Ja, und dann haben wir diesen Leerstand und haben nochmal eine Nachricht hier vom 17. Oktober 2013 aus der Immobilienzeitung: Leerstand Ostdeutschland, zweite Welle rollt. Der Gesamtverband der deutschen Wirtschaft sagt: Nun, wir hatten zwar seit 2002 in den neuen Ländern 300.000 Wohnungen, die abgerissen wurden, und zwar natürlich gefördert mit öffentlichem Geld, aber es stehen trotzdem weiterhin 600.000 Wohnungen in den neuen Ländern leer, und damit das nicht noch schlimmer wird, möge man bitte die Kasse aufmachen und das auch noch fördern. Also Abriss soll gefördert werden und gleichzeitig wird an anderer Stelle neu gebaut wie verrückt. Und es ist nicht nur ein Problem der östlichen Länder. Darum zum Abschluss noch ein Beispiel aus Hamburg. Ja, das beste Hotel Deutschlands soll entstehen, schreibt die Immobilienzeitung, berichtet über ein Projekt in Hamburg. Ja, aber dieses Projekt soll entstehen dort, wo jetzt das Interconti noch steht, 280 Zimmer, Luxushotel, 1972 gebaut. Für ein Gebäude ist das nicht ganz so alt, nicht wahr? Soll also abgerissen werden, um an gleicher Stelle neu zu bauen. Das waren ein paar Nachrichten, die einfach mal darüber nachdenken lassen sollen. Ist es wirklich so sinnvoll, dass wir so viel neu bauen, wenn wir die vorhandenen Gebäude nutzen würden? Die vorhandenen Hotelbauten, die leerstehenden Läden, die leerstehenden Büros, die leerstehenden Wohnungen, und uns Gedanken machen, wie wir sie nutzen können, wie wir die regionalen Ungleichheiten bekämpfen können. Und wenn das unsere Hauptaufgabe wäre und wir uns darum hauptsächlich kümmern würden, dann wäre es gar nicht mehr nötig, dass so viel über Neubau gesprochen wird. Und dann sind wir der Forderung, verbietet das Bauen, schon ganz nah. Wer dranbleiben möchte, kann auf YouTube diesen Kanal abonnieren oder auf Facebook folgen oder natürlich direkt unter www.verbietetdasbauen.de weiter dranbleiben. Ich freue mich und sage bis zum nächsten Mal.